Hallo Five-Fans, ich bin's wieder, Max hier von Ground & Pound TV, zusammen mit meinen Kollegen den Danny Leifeld und wir beide sind hier im Kampfverstehen in Koblenz und wir wollen jetzt gar nicht viele Worte verlieren, ich gebe jetzt einfach mal den Danny kurz das Mikrofon und der Danny hat euch das anzukündigen. Ja, wie du schon sagtest, wir wollen nicht viele Worte verlieren, heute sind hier zahlreiche Kämpfer und ich sage nur, lass mal die Kämpfer sprechen. Hallo, mein Name ist Andreas Kraniotakis, wir sind bei mir zu Hause, das ist mein Gym, da hinten wohne ich. Und wir haben eingeladen zum Camp mal wieder und es hat sich etabliert zum Glück, dass jede Menge Leute immer kommen. Wenn ein Camp ist, sind natürlich viele Leute da, das ist geballte Power aus Deutschland und wir haben heute jede Menge Leute da und auch die ganze Zeit schon. Und ich freue mich sehr, wie ein kleines Kind eigentlich, wie ein kleines Kind in Disneyland. Und für mich ist das einfach das, was mein Leben ausmacht. Ja, wir sind zusammen, wir stehen zusammen morgens auf, wir essen, wir trainieren, dann ein bisschen ausruhen, wieder essen, wieder trainieren. Und das sind unsere Tage, wir lachen zusammen, schlafen zusammen, bluten zusammen und das schweißt sehr, sehr zusammen und das ist im Endeffekt das, ja, was auch die Kämpfer unterscheidet von anderen Sportlern. Wir sind einfach eine große Community, auch wenn wir uns im Käfig oder im Ring alles abverlangen, aber am Ende sind wir doch alle aus Fleisch und Blut und haben die gleichen Ängste, Wünsche, Sorgen und das sieht man immer wieder, egal wer kommt und ja, das ist der eigentliche Wert hinter dem Ganzen hier für mich. Mein Name ist Peter Sobota, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Balingen. Ich bin hier heute im Kampfsportgym Koblenz. Wir haben uns mit ein paar anderen Topkämpfern aus Deutschland getroffen, um zusammen zu trainieren. Das Ganze geht von Donnerstag bis Sonntag und ihr seid live dabei. Hallo, mein Name ist Björn Gazelle Schmiedewerk. Ich bin Deutschland bestes Schwergewicht laut Ground & Pound Liste. Bin Titelträger der Respektveranstaltung im Schwergewicht. Bin gerade hier in Koblenz beim Andreas Kraniotakis und beim Tarik. Im Kampfsport in Koblenz. Wir sind hier zum Trainingscamp. Es sind sehr viele Leute hier. Andreas Bürgels ist hier. Klar, Andreas Kraniotakis brauche ich nicht erwähnen, dass er hier ist. Die Buschkamps sind hier. Peter Sabotta ist heute auch gekommen mit den Buschkamps zusammen. Wir erwarten noch Gregor Herb, der soll morgen noch kommen. Also wirklich Top-Leute, mit denen wir werden viel trainieren, wo man wirklich sehr, sehr viel lernen kann. Ja. Ich bin gerade dabei, mein eigenes Team zu kreieren. Und genau nach diesem Motto läuft es, einer für alle, alle für einen. Deswegen wird mein Team heißen die Musketeers. Ich arbeite sehr viel mit der Sparta Essen zusammen. Dort trainiere ich sehr viel. Ich bin in der Sportschule Mülheim beim JC, trainiere dort mit. In Zukunft möchte ich gerne noch in Düsseldorf mittrainieren, beim Team Alpha, beim Asis, weil ich denke, gerade im Stand-Up bin ich da an der richtigen Adresse. Aber auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen bin ich unterwegs. Ich bin mindestens einmal im Jahr für ein, zwei Wochen in Berlin beim Frank Kuczynski. Auch immer sehr gut. Kann ich auch wirklich immer nur empfehlen. Letztes Jahr war ich das erste Mal in Amerika, in Austin, bei Phil Cardella. Und in diesen zwei Wochen habe ich so viel gelernt, da möchte ich auf jeden Fall noch weiterhin, weil das bringt einen wirklich nach vorne. Und genau das ist der Sinn unseres Teams. Einer für alle, alle für einen. Dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen und wenn ich weiter meine Kämpfe gewinne und ich werde weiter meine Kämpfe gewinnen, dann wird auch jeder dementsprechend honoriert, indem ich ihn in meinem Teamnamen mit erwähne. Hello guys, my name is Sadin Katica. I come from Bosnia and Herzegovina, from capital Sarajevo. I'm here in this training camp in Koblenz. At Andreas Kraniotakis, everything's great, the people are great, the fighters are great. I like to train here, I like to be with them because they make my life real MMA life, you know. That is what I can't get in Bosnia and I want to fight for them step by step and I want to go big time, you know.
Now, other than that, I want to thank all of you people, all of viewers, of readers of Ground and Pound. You are all great. You make MMA so much interesting. And I want to say hello to my family at home, to my mother and my brother, who's biggest support, and my girlfriend, of course, and some few trainers, and one store, fighting store, Pride, and everybody. You guys, you are great. You're the best. When there's a lot of you, readers and viewers, then our fights are much better. Thanks, all of you. See you. Hallo Ground and Pound TV Fans, ich bin Özhan Altintas, der Veranstalter von GMC zusammen mit Deniz Hacı Abdurrahmanoğlu aus Gelsenkirchen. Ich bin heute hier in Koblenz, da ich einen Promoter-Kollegen aus der Slowakei heute getroffen habe von WFC, den Slatko, sehr netter Junge. Ich bin heute hier in Koblenz und einige Prominenz wurde hier heute auch angetroffen, unter anderem trainiert hier der Big Daddy Kaniotakis, sowieso Andreas Begels ist heute hier, der UFC-Fighter Peter Sobota ist heute dabei und viele andere gute Jungs hier, Respekt-Titelträger Björn Schmiedeberg ist da und ja, wir haben alle viel Spaß und ich hoffe, dass die mir heute noch ein paar Techniken zeigen können, denn auch ich rolle ab und zu auf der Matte oder im Stehen mit den Jungs und ich freue mich wirklich heute auf den Tag und mir gefällt es sehr, sehr gut. Viel Spaß, achso, nochmal ein bisschen Eigenwerbung, muss mir gestattet sein, zweite Hälfte des Jahres werdet ihr GMC 3 und 4 sehen und ihr könnt euch auf sehr, sehr gute Events freuen. Danke meine Fans, ich freue mich auf euch, Ground and Pound TV und ich, wir freuen uns auf euch, bis dann, ciao. Hallo, mein Name ist Thomas Buschkamp, ich wohne in Hausen ob Verena, ich bin hier mit Peter Sobota, einem guten Freund und Trainer von mir. Ich bin hier, um die nächsten paar Tage dieses Wochenende Jiu-Jitsu, MMA mit meinen Freunden hier zu trainieren. Ich denke, wir werden ein paar schöne Tage haben, ist nicht das erste Camp, das wir hier machen. Ja, und ja, ich denke, wir werden viel Spaß haben, wie immer. Zuallererst möchte ich meinem Sponsor Throwdown danken, dem Mario Brunk, der auch hier in Koblenz momentan ist. Ich möchte dem Planet Eatern danken in Balingen und meiner Schule in Tuttlingen, Pain Factory. Dann möchte ich auch meinem Trainer Damien Thomas danken, der jetzt in der kommenden Woche seinen Sohn bekommt. Ich drücke ihm die Daumen und wir werden ihn zum Killer Grappler machen. Ja, ich grüße noch meine Freunde aus meiner Klasse. Ich drücke euch alle die Daumen fürs Abitur. Ihr seht, ihr solltet lernen, ich sollte es auch machen. Ich habe meine Schulsachen dabei. Wir werden viel Spaß haben. Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Andreas Birgels. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin MMA-Fighter. Ich bin hier in Kampfsport Gym Koblenz bei Tarek Etaus und Andreas Kraniotakis, die mir hier Unterschlupf gewähren während der Trainingstage. Ich bin schon seit Mittwoch hier. Wir haben seit Mittwoch wirklich hart trainiert. Heute ist Freitag. Bleibt noch bis Sonntag. Ich hoffe, dass ich die nächsten Tage noch überstehen werde. Ich bin hier, um mein Bodengame ein bisschen zu verbessern. Da haben wir ein paar erstklassige Leute hier. Thomas und Martin Buschkamp. Die werden mir hoffentlich einiges noch zeigen. Ganz besonders freue ich mich natürlich, mit Peter Sobota ein bisschen rollen zu dürfen. Das wird bestimmt schmerzhafte Erfahrung. Da möchte ich mich noch bedanken bei meinem Trainer Aziz Karoglu, bei meinem Team, Team Alpha, bei meinem Sponsor Phantom und sage ich mal ciao, ciao.
We'll be right back.